Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die Silberne Edition. Wir sind hier in Viola City. Noch, denn wir fahren gleich in die Dunkelhöhle. Das können wir uns eigentlich gleich mitnehmen. Ein Obstbaum mit einer Bitterbeere. So, Noctu, mach doch bitte mal Licht. So, hier war nirgendwo ein verstecktes Item, Leute. Vorerst zumindest. Ein wildes Kleinstern, Level 3 männlich. Kopfnuss. Kopfnuss reicht aus, um das Kleinstern zu besiegen. Als nächstes versuchen wir Tackle. So. Surfen wir hier. Ein wildes Carpador. Level 12, männlich. Tackle. Okay, Tackle reicht nicht aus. Wow. Da ist es besiegt. Noch ein wildes Carpador. Level 5 männlich. Level 5, da sollte eigentlich ein Turbodreher reichen. Ja. So, jetzt haben wir hier jedes Feld einmal besucht. Ein wildes Carpador. Jetzt gehen wir in die Höhle dort hoch, Leute. Und damit haben wir jetzt die goldene Edition auch eingeholt. Bei der goldenen Edition sind wir nicht weitergekommen als bis hierher vor dem Höhleneingang. Ein Carpador Level 17, weiblich. Das kann schon Tackle, Leute. So. Der Detektor reagiert nicht. Und okay. Das, wenn ich gewusst hätte, wäre das in der Goldenen Edition ein bisschen schneller vorangegangen. Dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Soll Zertrümmerer eingesetzt werden? Ja! So. Ab hier müssen wir jetzt in der silbernen Edition suchen, Leute. Das könnten uns dann in der goldenen Edition dafür helfen. Der Detektor reagiert nicht. Wir machen erstmal hier oben weiter. Reagiert nicht. Ein wildes Zubat, Level 3 männlich. Los, Tanzer, Turbodreher. Okay.
Ein wildes Kleinstein. Level 2 männlich. Da könnte ein Tackle reichen, Leute. Ja. Als nächstes versuchen wir den Turbodreher. So, sehen wir hier rechts noch nach. Dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Soll zur Truppe eingesetzt werden? Ja! Ein wildes Kleinstein, Level 2 weiblich. Turbodreher! Okay, ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das Kleinstein das überlebt, aber der Levelunterschied ist offenbar einfach zu groß. Okay, wir haben hier drin in beiden Editionen nichts übersehen. Wunderbar. Bis hierher auch nichts. Okay, hier rechts nichts. Hier auch nicht. Dann haben wir hier eine Antiparbeere. Und eine Beere. So, machen wir erst links, Leute, und dann kommen wir hier nochmal her und erkunden das rechts da. Ein wildes Kleinstein, Level 3 männlich. Los, Tanzer, Turbodreher! Dieses eine Level macht tatsächlich was aus. Oder der Verteidigungswert war hier, ist hier erhöht und bei dem anderen gesenkt gewesen. Aber naja. Ein wildes Kleinstein. Level 3 weiblich. Turbodreher. Ungefähr, sogar noch weniger Schaden. Das heißt, das Level 2 Kleinstein, A, das Level und B, der Verteidigungswert war niedriger. Definitiv. Ein wildes Radfratz. Level 3 männlich. Angelo ruft an. Winner, guten Abend. Ich bin's, Angelo. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 32. Bis später. Ja, Julia möchte ja auch kämpfen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, also hier ist soweit nichts. So, ab hier erkunden wir erst nachher, denn jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück. Und erkunden nochmal den kleinen Abschnitt, wo der Wanderer war. Danach können wir auch Noctu ablegen.
Ein wildes Radfratz, Level 3 weiblich. Ein wildes Hutut. Level 4 weiblich. Wenn wir gerade hier sind... Boah, das können wir später machen, Leute. Ein wildes Hutut, Level 2 weiblich. So, Noctu, einmal Blitz bitte. Ein wildes Kleinstein, Level 4 weiblich. So, hier wieder weiter mit dem Fahrrad. Ein wildes Kleinstein, Level 4 weiblich. Los, Tanzer, Turbodreher! Ein wildes Zubat. Level 3 weiblich. Los, Tanzer, Turbodreher. So, ab hier wieder zu Fuß. Hier ist nichts. Okay. Dann können wir ab jetzt wieder mit dem Fahrrad, denn ich möchte jetzt nach Neuborg hier zurückfahren, Leute, und von dort aus mit dem Detektor nach Gegenständen suchen. So, also hier wieder ohne Fahrrad. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Nein. Thank you.
Okay, gehen wir mal in die Häuser hinein. Ob in unserem Haus etwas versteckt ist? Mama kocht. Vielleicht in unserem Zimmer? Nein. So, das Labor von Professor Lind. Nein. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch kurz unsere Pokémon heilen. Habe ich eigentlich Items, die ich ablegen möchte? Da würde ich das auch kurz am PC machen. Eigentlich nicht, nein. So, von der Karte her. Gut, Leute, was auch immer da rechts kommt, wir heben es uns noch auf. Oder? Na, wisst ihr was? Ich möchte es jetzt ansehen. Nein, wir heben es uns auf. Wir heben es uns auf. Ich weiß ja, was dahinter ist, Leute. Die Details nicht mehr, aber im Groben. Und ich möchte das aufheben. Mal sehen, ob hier irgendwo etwas herumliegt, Leute. Bisher ja nicht. Ein wildes Hutut. Level 3 männlich. Turbodreher. Das nächste Pokémon. Ein wildes Hutut. Level 2 männlich. Ein wildes Hutut, Level 2 weiblich. Ein wildes Hutut, Level 2 männlich.
So, hier haben wir eine Beere. Ein wildes Huthut. Mit Level 3 und männlich. Ein wildes Huthut, Level 3 männlich. So, ein Turbodreher. Bisher haben wir nichts übersehen. Wir haben nichts gefunden, Leute. Das finde ich irgendwie toll. Das heißt, wir haben auch in der Gold Edition können wir das dann alles. Können wir da überall weitergehen einfach. So, Rosalia City, hier machen wir dann erstmal Schluss, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition. Ciao!